Heute für euch, wie die Karte des Rumtreibers eigentlich erschaffen wurde. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die Erschaffung der Karte des Rumtreibers sprechen. Die Karte des Rumtreibers war eines der wichtigsten Werkzeuge, die Harry Potter im Kampf gegen Voldemort und seine Truppen einsetzte. Die Karte half ihm, die wahre Identität von Peter Pettigrew und die Lügen von Barty Crouch Jr. aufzudecken und Professor Snape natürlich immer einen Schritt voraus zu sein. Aber hast du dich eigentlich jemals gefragt, wie die Karte entstanden ist und wie sie im direkten Zusammenhang mit Harrys Vater James Potter steht? Heute werden wir diese Fragen und noch mehr beantworten, wenn wir uns die Geschichte der Karte des Rumtreibers ansehen. Die Karte des Rumtreibers wurde zu einem der wichtigsten Hilfsmittel, die Harry Potter im Vorfeld des Zweiten Zaubererkriegs benutzen sollte. Und das ist mehr als nur ein wenig überraschend, wenn man bedenkt, wer die Karte eigentlich erschaffen hat. Denn die Schöpfer der Karte waren vier Gryffindor-Jungen, bekannt als die Rumtreiber, die in den 1970er Jahren an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei eingeschrieben waren. Obwohl die vier Kinder Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black und James Potter später eine entscheidende Rolle im ersten und im zweiten Zaubererkrieg spielen sollten, hätte man das aufgrund ihres früheren Verhaltens an der Schule nie vermutet. Trotz ihres akademischen Erfolgs schien sie nie der Typ für Erfindungen zu sein. Remus Lupin war der Sohn von Lyle Lupin, einem einflussreichen Angestellten des Ministeriums für Zauberei. Als kleiner Junge forderte Remus' Vater öffentlich die Hinrichtung eines Werwolfs namens Fenrir Greyback. Die Idee blieb jedoch nicht bestehen und Fenrir überlebte, aber nicht ohne sich zu rächen. Mitten in der Nacht infizierte er Lyles Jungen Remus mit Lykanthropie. In Hogwarts wurde Remus von dem Leiden heimgesucht. Jeden Monat war er gezwungen, sich in einem verlassenen Haus in Hogsmeade zu verstecken, um zu verhindern, dass Remus in Wolfsgestalt seine Mitschüler angriff. Wenn man sich den traurigen Zustand des Jungen zu dieser Zeit anguckt, könnte man meinen, dass Remus eher als Ausgestoßener enden würde, als einflussreicher Professor in Hogwarts. Ein weiteres Mitglied der Rumtreiber war der Erbe der aussterbenden Familie Black, Sirius Black. Als Sirius sich in Hogwarts einschrieb, war die Familie Black von einer der dominantesten in Großbritannien zu einer der schwächsten geworden. Sirius war einer von nur noch zwei männlichen Erben. Und dank seiner Gutmütigkeit war er nicht mal bei seinen anderen Familienmitgliedern beliebt. Tatsächlich betrachtete der Rest der reinblütigen Zaubererwelt, insbesondere diejenigen, die zu Slytherin gehörten, Sirius als eine große Enttäuschung. Und viele Jahre lang wurde dieser Verdacht bestätigt, als Black eine lebenslange Haftstrafe in Azkaban verbüßte. Der Vater von Harry Potter, James Potter, war das dritte Mitglied der Gruppe. Er war fast das genaue Gegenteil seines Sohnes. James wurde in eine reiche Familie hineingeboren und jeden Tag seines Lebens verwöhnt. Ähnlich wie Draco Malfoy schlenderte James durch die Hallen von Hogwarts und war sich seines gesellschaftlichen Ansehens ziemlich sicher. Wann immer James den Mund aufmachte und einen bissigen, fiesen Kommentar in Richtung eines anderen Schülers abgab, wurde von diesem einfach erwartet, dass er ihn annahm, ohne sich zu wehren. Wenn sie das nicht taten und tatsächlich versuchten, sich mit James anzulegen, wurden sie für die nächsten Jahre zum Objekt der Schikanen des Rumtreibers. James Potter war also schon ein Mobber in irgendeiner Art. Das letzte Mitglied der Gruppe war ein Junge namens Peter Pettigrew. Peter war eine Art Mitläufer, aber er schien nicht viel zu den Rumtreibern beizutragen. Er war weder besonders mutig noch besonders klug. Die anderen drei Jungen und besonders James behandelten Peter nicht wie einen Freund, sondern eher wie eine Nervensäge und einen Diener. Peter war am Ende für den Tod eines ihrer mutigsten Mitglieder, James Potter, verantwortlich, wahrscheinlich als so eine Art Racheaktion. Wie man sieht, waren die Jungen damals kaum die Typen, die eines der einflussreichsten magischen Artefakte des Zweiten Zaubererkriegs geschaffen hätten. Aber sie taten es. Die Frage ist nur, wie? Nun, alles beginnt mit einem Zauberspruch, aber nicht so etwas Einfaches wie Stupor oder Accio. Als die vier Mitglieder der Rumtreiber ihre Köpfe zusammensteckten und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiteten, nämlich die Bewohner von Hogwarts auszuspionieren, kamen sie zu dem Schluss, dass nur ein einziger Zauberspruch dafür ausreicht, der Homunculus-Zauber. Dieser fortgeschrittene Zauberspruch war nicht leicht zu erlernen. Wäre dies eine weitere langweilige Aufgabe ihrer Lehrer gewesen, hätten sich die Jungen vielleicht nur halbherzig bemüht, aber die Rumtreiber waren eifrig dabei, das Schloss zu erkunden, und sie waren gespannt darauf, Geheimnisse zu lüften. Nachdem sie den Zauberspruch perfektioniert hatten, schrieben sie ihn auf ein großes Stück braunes Pergament.
In den folgenden Sekunden staunten sie, als sie die Schritte ihrer Mitschüler und ihrer Lehrer auf dem Pergament sahen. Die Jungen hatten bereits eine grobe Zeichnung der Gänge und der Räume von Hogwarts auf das Pergament gezeichnet. Aber mit diesem genauen Aufenthaltsort, der Lehrkörper der Schule und ihrer tratschenden Mitschüler konnten die Jungen weiterhin alle Geheimnisse der Schule perfekt erforschen. Als zusätzliche Beleidigung fügten die vier Rumtreiber ihrer Karte einen zusätzlichen Zauber hinzu. Zu diesem Zeitpunkt ihrer Ausbildung in Hogwarts hatten die vier bereits genug Feinde gesammelt, um ein ganzes Buch damit zu füllen. Als Gryffindors ließen sie sich von ihrem Hausstolz in eine uralte Rivalität gegen Slytherin-Schüler hineinziehen. Das wiederum führte dazu, dass sie Severus Snape verachteten, der die verletzenden Kommentare der anderen nicht einfach ignorieren konnte. Um das Feuer noch weiter anzuheizen, verzauberten die Rumtreiber ihre Karte, sodass die Tinte, wenn Snape sie jemals benutzen wollte, äußerst geschmacklose Sprüche über Snapes Aussehen oder seinen Intellekt formte. In allen anderen Fällen konnte die Karte von jedem benutzt werden, vorausgesetzt er wusste, wie man sie entschlüsselt. Alles, was ein Zauberer oder eine Hexe tun musste, war die Spitze ihres Zauberstabs auf die Karte zu halten und dann zu sagen, ich schwöre feierlich, ich bin ein Tunichtgut. Mit dieser einfachen Beschwörungsformel erwachte die Karte zum Leben und füllte ihre Seiten mit allen Winkeln des Schlosses. Die Karte hatte sogar eine besondere Funktion. Wenn man auf eine passwortgeschützte Schwelle oder Tür stieß, verriet die Karte das Passwort auf ihren Seiten. Es mag überraschen, aber die Karte des Rumtreibers war nicht perfekt. Obwohl sie oft als das Nonplusultra auf dem Weg durch Hogwarts angepriesen wird, zeigte sie ihren Benutzern nicht alles. Die Karte zeigte nur, was die ursprünglichen Rumtreiber entdecken konnten. Aber selbst das war nur begrenzt möglich. Es gab Orte in Hogwarts, die so verzaubert waren, dass sie nicht auf der Karte eingezeichnet werden konnten. Salazar Slytherins berüchtigte Kammer des Schreckens zum Beispiel, einer seiner vielen unbekannten Schöpfungen, erschien nie auf der Karte. Und natürlich der Raum der Wünsche, der Ort, an dem Harry Potter Mitte der 1990er Jahre Dumbledores Armee trainierte. Dies war ein weiterer Ort, der nie auf der Karte erschien. Aber das war noch nicht alles. Diese nicht auf der Karte verzeichneten Räume brachten ein zusätzliches Problem in den ursprünglichen Plan der Rumtreiber, den Aufenthaltsort von jedem in Hogwarts zu finden. Immer wenn sich jemand in diesen Räumen aufhielt, verschwand er von der Karte. Das muss das Chaos noch vergrößert haben, wenn James, Sirius, Peter und Remus nachts durch die Flure liefen und sich Sorgen machten, wem sie begegnen könnten. Als der Konflikt in den Jahren vor dem Zweiten Zaubererkrieg eskalierte, traten die Grenzen der Karte des Rumtreibers immer deutlicher zutage. Irgendwann nahm Barty Crouch Jr. einen Vielsafttrank zu sich, um sich als der neue Professor für die Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts zu tarnen. Im Auftrag von Lord Voldemort arbeitete Crouch Jr. unermüdlich daran, dass Harry für den Plan des Dunklen Lords zur Wiederauferstehung zur Verfügung stehen würde. Obwohl Harry Potter nicht übermäßig davon besessen war, den Aufenthaltsort von Barty Crouch Jr. ausfindig zu machen, denke ich schon, dass wenn er den Namen auf der Karte jemals gesehen hätte, er es sicher bemerkt hätte. Hier zeigt sich schließlich eine große Schwäche der Karte. Auch wenn Barty Crouch Jr. den Vielsafttrank getrunken hatte, würde die Karte seinen wahren Namen verraten. Genau wie damals, als Peter Pettigrew in seiner Animagus-Form Krätze versteckt war. Und genau das tat sie auch. Da hätte Peter vielleicht drauf achten müssen, als er nach Hogwarts zurückgekehrt ist. Und du denkst jetzt vielleicht, das ist doch aber eine Stärke, jemanden zu erkennen, der unter dem Vielsafttrank steht. Und damit hast du auch zu einem sicherlich großen Grad recht. Aber leider zeigt die Karte nicht den vollen Namen an. Stattdessen stand da einfach Barty Crouch statt Barty Crouch Jr. auf den Seiten. Und Harry nahm fälschlicherweise an, dass der Vater des dunklen Zauberers ein wohlgemeinter Angestellter des Zaubereiministeriums in Hogwarts aus irgendeinem Grund unterwegs war und dass alles gut ist. Hätten die Rumtreiber die Karte so verzaubert, dass sie den vollen Namen einer Person verriet, wäre Harry vielleicht nie auf den trimagischen Plan hereingefallen. Die ursprünglichen Rumtreiber hatten die Karte des Rumtreibers aber bedauerlicherweise nur eine sehr kurze Zeit in ihrem Besitz, bevor der Hogwarts-Wächter Argus Filch sie ihn wegschnappte. Die Jungen und Filch waren während ihrer gesamten Zeit in Hogwarts zerstritten und Filch strahlte vor Stolz, als er ihrem Unfug endlich ein Ende bereitete und das Pergament in seine Hände bekam. Über die Jahre hinweg blieb die Karte in Filchs Büro. In den späten 80er Jahren wurde die Karte für eine kurze Zeit gestohlen und von Mundungus Fletcher benutzt.
Aber schließlich fand die Karte ihren Weg zurück zu Filch, bis Fred und George Weasley sie in die Hände bekamen. Gemeinsam benutzten sie die Karte, um zwischen Hogwarts und Hogsmeade hin und her zu schleichen. Nachdem Harry sich in Hogwarts eingeschrieben hatte, übergaben die Zwillinge ihm das Pergament. Es begleitete Potter durch die folgenden Jahre, bis sein eigener Sohn die Karte stahl und sie gut gebrauchen konnte. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.